und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ach du Heilige, nein, warte. Okay, ignoriert meinen ersten Satz und nochmal. Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, das stimmt jetzt. Oh Gott. Okay, das ist mir jetzt nicht das erste Mal passiert, aber heute lasse ich es drin, weil, gut. Normalerweise fange ich dann immer neu an, aber heute lassen wir diesen Fehler halt mal drin. Ja, heute ist Mittwoch und ich bin mir jetzt sicher, dass Mittwoch ist, aber auf jeden Fall habe ich euch heute mal wieder eine Geschichte zum Berichten. Ich möchte euch heute die Geschichte erzählen, wie ich angefangen habe mit der Elektronik, wie es bei mir angefangen hat, so mit Computer und mit, mit dem Computer, einfach erstmal nur mit dem Computer. Weil das ist so eine etwas längere Geschichte und die Geschichte endet dann damit, dass ich bei meinem Mac gelandet bin. Also, ich fange jetzt an. Also, ich war so circa zwischen 12 und ungefähr 14. Da habe ich von einer Bewohnerin unseres Hauses einen alten Computer geschenkt bekommen. Die hat den damals nicht mehr gebraucht und ist wieder zurück nach Hause gezogen und hat dann den auf jeden Fall mir geschenkt. Und ja, das war so eine totale Spontanaktion und ich bin bis heute, den gibt es immer noch, ist wirklich wahr, den gibt es noch, den habe ich nicht weggeschmissen. Und auf jeden Fall habe ich dann mit dem dann so angefangen und da gab es dann dieses eine Spiel, wo man Pizzastückchen dekorieren konnte. Und dann gab es da noch so ein Spiel, wo man durch ein Labyrinth gelaufen ist und ich war auf jeden Fall selig, weil das war für mich damals ultra genug. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich irgendwann, hat mein Vater für seine Arbeit, also mein Vater ist selbstständig und so kam das halt, das ist das möglich gewesen und er hat dann für seine Arbeit einen neuen Computer gebraucht und das war damals dann ein Windows XP, ist echt lange her. Und das war auf jeden Fall dann so, dass mein Vater diesen Computer sich dann personalisiert herrichten lassen hat. Und dann war es eben so, dass da mein damaliger uralt PC auch langsam den Geist aufgegeben hat. Habe ich dann zu meinem Papa gesagt, du Papa, ich habe ja bald Geburtstag und ja, könnten wir nicht vielleicht mal über einen Computer reden? Und so kam es dann, dass ich auf jeden Fall zu meinem damaligen Geburtstag, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel der Geburtstag es war, aber auf jeden Fall ein Geburtstag, so ungefähr 1 bis 1,5 Jahre danach, habe ich dann von meinen Eltern zu meinem Geburtstag einen richtigen Computer bekommen. Und auf dem habe ich dann auch das erste Mal angefangen, so Sachen wie die Sims zu spielen und Fritzi Fisch zu spielen und solche Sachen. Und das war echt toll. Und ja, dann irgendwann nach so 4, 5 Jahren kam dann diese Ära iPhone. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wie lange es jetzt ist, aber auf jeden Fall war damals das iPhone ist dann so gekommen um die Zeit rum und mit dem iPhone halt auch dieses Touchscreen-Zeug. Und oh Gott. Okay, die Geschichte wird jetzt echt furchtbar, für mich zumindest. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich irgendwann in einem Heft gesehen habe und mehr oder weniger auch im Laden, weil ich immer mal wieder hingegangen bin, ich meine, ich bin da wirklich jede Woche hingelatscht, gab es dann diese HP Pavilion Touch Smart. Das war so ein Gerät, so 27 Zoll groß, All-in-One-PC. Und das, was mich damals so verleitet hat, der ganze Display war mit Touchscreen. Und ich fand das so toll. Ich war so begeistert. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, damals war der Preis so 1600, 1800. Da habe ich auf jeden Fall selbst auch noch einen Teil überlegt zu sparen und so weiter. Und habe zu meinen Eltern gesagt, Leute, bitte, bitte, ich wünsche mir den so doll. Weil das Lustige an der Geschichte ist, alle meine PCs haben eine einzige Gemeinsamkeit. Sie sind immer um Juni, Juli rum bei mir angekommen, weil es eben immer so Geburtstagsgeschenke waren. Und ja, auf jeden Fall war es dann so,
dass mein PC aber noch gelaufen ist und wir dann gesagt haben, ja gut, ich kriege zu meinem Geburtstag, kann ich den dann haben, aber ich muss noch ein bisschen was dazulegen und ja. Dann am 24.07. in dem Jahr ist Folgendes passiert. Ich mache meinen PC an und total Absturz. Ja, ist dann damals der das Motherboard war kaputt und da ging gar nichts mehr. Und was ich nie vergessen werde, zu dieser Zeit war dann auch mein Onkel da, der wohnt in Berlin normalerweise, den sehe ich sehr selten an dieser Stelle. Und der kennt sich so ein bisschen mit Computern aus und dann hat meine Mom eben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt schnell, weil der kann es mir dann einrichten, alles vorbereiten, alles machen und so weiter, dass es dann läuft, dass ich dann einfach nur noch den anschmeißen muss. Und so kam es dann halt, dass mein Onkel, meine Mom und ich damals an meinem Geburtstag, mein Gott, ich hätte mir echt Schöneres vorstellen können, zum Mediamarkt gelatscht sind und diesen PC gekauft haben. Ja, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, sage ich euch nur einen Satz, das würde ich nicht nochmal machen. Nie wieder. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich den dann bekommen habe. Der hat dann auch dann Windows 7 gehabt. Oder Windows Vista. Nee, Vista war es noch. Es war tatsächlich noch Vista. Jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, es war echt noch Vista. Mann, ist das lang her. Und ja, dann habe ich den eingerichtet. War alles super. Hat Spaß gemacht. War toll. Hab meine damals beste Freundin und ich, wir haben es geliebt, auf diesem Bildschirm rumzutatschen. Und dann nach 3 Monaten, und ich garantiere euch, es waren genau 3 Monate, urplötzlich, ich touche an den Bildschirm und es tut sich nichts mehr. Okay, ich denke mir, vielleicht hängt er und mach weiter. Und nach 2 Wochen immer noch nichts. Dann haben wir auf jeden Fall, weil es ja noch eine Garantie war, gesagt, okay, gehen wir zum Mediamarkt und reklamieren es. Und ja, hier kommen wir zum Punkt, warum ich auch nie wieder Elektronik beim Mediamarkt kaufe. Gott, ihr wisst ja, also wirklich, nach heute kriege ich so einen Hals, wenn ich an diese ganze Geschichte zurückdenke. Aber ich dachte, es wäre jetzt heute mal einfach eine Geschichte so zum Berichten. Und ja. Also auf jeden Fall ging es dann weiter damit, dass wir zum Mediamarkt sind und wir sind dann erst in den Mediamarkt-Laden gegangen. Die haben uns dann zum Mediamarkt-Service-Center geschickt und die haben uns dann wieder in den Laden geschickt und die haben uns wieder ins Service-Center rumgeschickt und dann am schließlich und endlich hieß es, ja, sie müssen sich mit dem, wir können nichts machen, wir wissen ja nicht, ob das jetzt bei uns mit ein Problem ist von uns oder ob es schon vom Hersteller her ist. Also schicken sie es zum Hersteller. Aber wir können sie ihn einmal zum Hersteller schicken. Da mussten wir eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass dieses Gerät kaputt ist. Wirklich. Wir mussten schwören auf alles, dass dieses Gerät kaputt ist. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, ist kaputt. Aber okay. Haben wir gemacht, haben dann auch das Gerät weggeschickt bekommen und dann. Ein paar Wochen später haben wir dann halt ein Ersatzgerät, haben wir eine Gutschrift bekommen vom Mediamarkt nach langem Hin und Her und haben uns halt ein Ersatzgerät gekauft nochmal. Das ist dann folgendermaßen gelaufen. Ersatzgerät wird aufgebaut, ich installiere alles, ich mache alles, ich kann wieder ein bisschen die Sims drauf spielen und wutsch. Nach 2 Wochen wieder das Problem, selbes Problem. Ich denke mir so, oh nee. Auf jeden Fall ging es dann weiter damit, dass ich wieder erneut das Problem hatte. Okay, wir hatten jetzt inzwischen schon, war es um den Herbststrom und es war schon wieder so, dass der da kaputt ging. Und dann hat der Mediamarkt gesagt, ja, nee, schon wieder dieses Geschirr und wir sollen uns jetzt direkt an HP richten. Die würden es dann, ja. Auf jeden Fall, wir haben dann uns an HP gerichtet, haben HP eine Nachricht geschrieben, haben mit denen telefoniert, das Gerät musste wieder eingeschickt werden und
Die haben dann festgestellt, ja, es ist was kaputt, okay, wir reparieren es und schicken es ihnen zurück. Aber dazwischen haben sie die Festplatte immer wieder platt gemacht und meine ganzen Daten waren weg. Und so habe ich dann um diesen Zeitraum zu meiner Mutter gesagt, du Mama, ich kann so nicht arbeiten. Das Gerät ist gefühlt alle 2 Stunden weg. Und auf jeden Fall habe ich dann damals meinen heutzutage heiligsten Laptop bekommen. Weil den benutze ich eigentlich so gut wie gar nie, weil auf dem ist alles so wie, ja, er ist alles so, wie ich es mal braucht habe und immer noch brauche. Und der ist perfekt eingerichtet. Also den habe ich auf jeden Fall immer noch. Und dann war ich so weit, dass ich gesagt habe, okay, wir haben es dann wieder weggeschickt, haben es wieder zurückgeschickt bekommen, haben es dann wieder aufgebaut, haben es wieder zurückschicken müssen, weil es wieder nicht gegangen ist, haben es dann wieder eingeschickt und das alles hat sich so, glaube ich, 5, 6 Mal wiederholt. Und dann nach dem 5., 6. Mal kam es dann wieder bei uns an und dann habe ich auf jeden Fall eines Morgens das Ding angemacht, nach wirklich 5, 6 Mal Reparatur. Wo ich dann wirklich auch schon so, wo Mom und ich so am Punkt waren, dass wir wirklich so gebetet haben, lasst das jetzt endlich ein Ende haben, einfach egal was. Also nachdem es dann das 5., 6. Mal eingeschickt war, war es dann so, dass der Touchscreen wieder nach einer Woche ausgefallen ist. Und dann habe ich gesagt, och, dann habe ich halt kein Touchscreen, ist jetzt auch egal, Hauptsache ich habe ein PC. Und dann war es wirklich so weit, dass ich das so benutzt hätte, auch ohne Touch, weil ich gedacht habe, sei es drum. Und dann ist aber was passiert, wo ich dann doch gedacht habe, ich glaube, wir schicken es dann doch nochmal weg, weil urplötzlich, ich habe dann halt wieder an das Touchscreen, an den Bildschirm gefasst und ich habe einen elektrischen Schlag bekommen. Ich sag euch wirklich so richtig so, busch, mir hat es kurzzeitig so. Habe ich die Sterne gesehen, also es war schon deftig. Und dann hat meine Mutter dann wieder bei denen angerufen und hat dann wieder mit denen diskutiert. Und dann, falls es jetzt dieser Sachbearbeiter sieht, das wäre jetzt ein extrem krasser Zufall, aber auf jeden Fall bin ich froh, dass wir dann diesen Sachbearbeiter bekommen haben, weil der hat dann zu uns gesagt, okay, so geht das gar nicht mit elektrischem Schlag, das. Ich weiß bis heute nicht, wie das kam, aber das waren dann wohl die magischen Worte, weil ab dem Moment hieß es dann, ja, also sie kriegen ihr Geld zurück und ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann das Geld auch zurückbekommen haben, aber ich saß dann immer noch da und habe keinen PC mehr gehabt, außer den Laptop, aber das war auch so eine Notfalllösung. Und dann irgendwann. Also als der Computer dann beim 5. Mal wegschicken war und wir noch nicht wussten, weil jetzt musste erst noch überprüft werden, ob da wirklich irgendwas durchgeschmort, irgendwas bla bla war. Noch kurz davor hat mein Vater zu mir gesagt, okay, wenn dann das Geld zurückkommt, nehmen wir das und tun noch etwas drauf und dann kaufst du dir einen Mac. Mein Kind, jetzt kaufst du dir einen Mac, der hält länger. Es gibt keine Diskussion mehr. Auf jeden Fall haben wir uns dann mit Apple zusammengetan, haben dann mit dem Apple Support, also mit dem Apple Laden alles so gemacht und dann habe ich meinen Mac bekommen und meine Güte, jetzt mal bis auf diese Scherereien vor ein paar Wochen, Monaten hat dieses Teil immer problemlos funktioniert und er funktioniert auch jetzt wieder problemlos. Also ich für meinen Teil, ich habe aus dieser Situation nur eine Sache gelernt, nämlich erstens kauft ihr nichts mehr von HP. Ich habe nie wieder ein HP-Gerät gekauft. Zweitens, ich habe mir nie wieder was von Mediamarkt gekauft, weil die sind so unkulant. Wirklich, das ist so. Und das Schlimmste ist, da steht überall kulante Bedienung, aber das ist nicht wahr. Bei uns war das überhaupt nicht wahr. Die haben uns im Prinzip immer nur gesagt, ja, ihr Pech. Und das geht einem in so einer Situation, wo man das erste Mal sowas macht, weiß man ja nicht, was man machen soll und was man machen muss. Und da wäre es schon nett, wenn sie einem wenigstens ein bisschen unter die Arme gegriffen hätten. Und die letzte Sache, die ich für meinen Teil immer noch einhalte, ist, ich bin jetzt, wenn es um Elektronik geht, habe ich inzwischen wirklich durch diese Geschichte mit dem Touch Smart, bin ich unglaublich. So habe ich mein größtes Wissen mit, wie richte ich mir ganz schnell einen PC angesammelt. Und ich sag's mal so, ich bin jetzt inzwischen an einem Punkt, wo ich nur eine Nacht brauche, also so 8, 9 Stunden, und dann habe ich einen PC wieder flott für mich, dass der weiterläuft.
weil ich inzwischen daraus gelernt habe, macht auf jeden Fall Festplattensicherung. Und zwar nicht nur einmal. Also das heißt, ihr zieht nicht die Dateien vom PC und löscht sie dann und habt sie dann nur auf einer Festplatte, sondern wenn dann löscht, macht es eine doppelte Festplattensicherung. Aber warum ihr das machen solltet, das erzähle ich euch am Freitag, weil da gibt es auch eine Geschichte dazu. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so Computerscherereien hattet. Oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Wir sehen uns am Freitag. Bis bald. Ciao.